Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Crusader Kings 3. Wer hätte gedacht, dass ein folgenschwerer Fehler, den ich gemacht hätte, zu solch spaßigen Ergebnissen führen kann wie ein Wald voller Leichen? Niemand. Aber ich bin jetzt der Fehler. So ist es halt. Und wir sind hier jetzt dabei, einen Krieg zu gewinnen. Und wir dominieren mit Schrecken. Die Leute haben vor uns fucking Angst. Und das völlig fucking zu Recht. Wir arbeiten außerdem an einen schönen neuen Thron. So, mein Onkel ist eine Hexe, habe ich erfahren. Stimmt, unser Hexenzirkel ist abgelaufen, weil der Typ, als der ich jetzt spiele, der hat davon keine Ahnung. Der ist kein Hexer. Exkommuniziert bin ich zwar trotzdem, aber Hexer bin ich nicht. Was sind das hier? Sind die nicht ausgetreten, der Typ? Nee, der ist tatsächlich noch dabei. Ich dachte, ich hätte das Schlimmste hinter mir. Der bewegt sich jetzt da runter und will Beef machen. Fuck. Nicht gut. Da komme ich nicht rechtzeitig weg. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Kann ich hier noch abhauen? Wir müssen doch erst landen. Mein Sohn ist reizend geworden. Angeführt durch meine Nöte hat mir König Almano schon bei vielen Gelegenheiten Rat und Hilfe angeboten. Der Typ, der mich hasst? Die Aufmerksamkeit von Almano mir gegenüber hat jedoch den Groll von Papst Leo geweckt. Almano ist nicht zu trauen. Das ist nur ein Plan, um mich auszunutzen, mein Fürst. Ränkespiel-Herausforderung. Leo fordert Almano zu einem Duell bis zum Tod heraus. Lässt sich nicht in einen Kampf verwickeln. Das hat mir jetzt auch wieder leider Abzüge gegeben, was meine Beliebtheit angeht. Aber es hilft nichts. Aber wir haben da oben jetzt noch mehr erobert. Ich hatte nicht gewusst, dass die da tatsächlich noch so viele Truppen haben. Das hatte ich nicht gesehen. Die sind wieder out of nowhere gekommen. Und haben dann einfach angefangen, da unten zu verteidigen. Da unten in dem Teil von Italien kämpfen die die ganze Zeit. Die sind unterwegs. Ich hätte die schon gar nicht mehr gesehen. Ich sollte die lang machen. Ich sollte da einfach demnächst hin und die platt machen. Also es sind halt eigentlich nicht so viele. Es waren nur zu viele für meine 700 Truppen da. Und es wird halt auch noch vom König selbst angeführt. Ränkespiel. Pro Anspannungsstufe. Okay. Das ist ein ganz guter Boost jetzt momentan für meine Werte. Echt nicht verkehrt. Was war hier? Inspiration verwirklicht. Ein stabiler, berühmter Thron. Gut. Meinung von Dynastie, Hochprachtbonus und Prestige. Das ist eine sehr gute Sache. Endlich habe ich einen fucking Thron. Wo sind meine ganzen Sachen hin? Ach so, die sind weggekommen, weil wegen fucking, weil Sizilien unabhängig geworden ist. Ist dem so? Wurden mir deswegen Artefakte weggenommen? Sogar mein Wandteppich. Der da hat es.
Aber das kriege ich wieder, wenn der gleich den Krieg verliert, oder? Ich weiß es nicht, müssen wir gleich sehen. Ich weiß auch gar nicht, warum das in seinem Besitz ist, weil die müssen ja eigentlich in in Rom ausgestellt sein, meiner Hauptstadt. Gut. Vielleicht haben wir das auch erobert und das auch. Das hat nochmal gut Points gegeben. Wir schließen uns hier zusammen und machen die Typen da hinten lang. Jemand will schon wieder einen Thronanspruch gegen mich durchsetzen. Achso, wir müssen jetzt übrigens wieder, da wir ja zwar wohl doch überleben, auf Komplotte stören gehen. Weißt du, kaum willst du sterben, passiert's halt einfach nicht. Ich bin fett geworden. Ist nicht gut. Wir sind jetzt der Pferder, wir sind grausame Wichser und wir müssen damit leben, dass wir halt ein Arsch sind. Und das Beste daraus machen. Diese einfach abhauen. Das ist immer das Schlimmste bei Strategiespielen, die so einen Zeitmechanismus haben oder rundenbasierend sind. Wobei hier ist ja immerhin noch halbwegs gut, weil hier ja tatsächlich so das Gelände eine Rolle spielt und so. Aber bei anderen Spielen, Heroes of Might and Magic zum Beispiel, rennen die Leute einfach dauerhaft die ganze Zeit vor dir weg. Die ganze Zeit. Du kannst nichts dagegen tun. Weil selbst wenn da irgendwelche Geländesachen wären, ...150 Anspannung. Scheußliche Biljana bringt mein Blut zum Kochen. Wie kann er da... Diesmal auch meine Ratsverwalterin. Ich bin von Rache getrieben. Was bringt es? Und sie wird mein Rivale. Also wird sie versuchen, mich umzubringen. Komm, nimmt den Typen gefangen, dann ist die Sache durch. Nein, natürlich nicht. Oh, mein Onkel, als der ich weiterspielen wollte, ist in dieser Schlacht draufgegangen. Cool. Dann hat sich der Grand Plan ohnehin erledigt. Alter. Ich meine, immerhin sind wir nur 21, aber wir sind echt Miss Rat, Miss Balk. Ist halt nicht mal mehr witzig. Der hier geht kaputt. Krone haben wir nicht. Ja, wäre auch noch ein Artefakt, was ich gerne hätte. Eine Krone. Aber irgendwie bietet mir nie jemand an, eine Krone zu machen. Alter, was ist das für eine krasse Festung hier hinten? Spielzeugflügel aus Truhen wurde vernichtet. Kann ich diesen fucking Krieg hier jetzt mal gewinnen? War auch richtig eng, ey. Richtig räudiger Kampf. Komm, wir machen den lang. Dann dürfte es doch durch sein, oder? Denke ich aber eigentlich schon die ganze Zeit. Ich bin das neue Dynastieoberhaupt. Das heißt, ich habe den Typen von Sizilien abgelöst. Sehr gut. Sizilien ist ohnehin das nächste, was wir uns zurückerobern werden. Da habe ich immer noch einen fucking Anspruch drauf, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Werde ich mir trotzdem zurückholen. Wir finden schon einen Grund.
ich bin jetzt auch der dritte Herrscher in Folge, den ich spiele, der fucking exkommuniziert ist. Und nur weil ich ein Keucher bin, hasst man mich. So, Forderungen erzwingen. Und alle auflösen. Jetzt sind wir nicht mehr im fucking Krieg. Aber meine Hofartefakte sind trotzdem weg, oder was? König Libero von Italien, der hat die. Aber warum hat der die? Das verstehe ich nicht. Warum hat der meine ganzen Artefakte? Könnt ihr ihn zu Duellen herausfordern? Ich bin richtig gut in Kampfgeschick. Er wird nicht annehmen. Grundbereitschaft 50, Persönlichkeit, relatives Kampfgeschick. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum der die hat. Warum sind die an dem übergegangen? Dynastiebanner. Das kann ich einfordern. Das nimmt er auch an. So wie das aussieht. Aber meine ganzen wertvollen Artefakte, ich verstehe nicht, warum der die hat. Ich habe auf so viele Dinge Ansprüche und diese hat alle er. Das hier kann ich versuchen zu klauen. Also bei dem hier kann ich versuchen zu klauen. Beim König von Romania. Bei König Libero von Italien nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann Libero nicht angreifen, da König Libero nicht unabhängig oder der Lehnsherr unter denselben Lehnsherren ist. Außerdem, also das hier will ich auf jeden Fall klauen. Aber der ist doch auch mein Vasall. Bei dem geht es und bei dem hier nicht. Die sind beide meine Vasallen. Dann kann ich wieder ein Festmahl geben. 1000. 1000 nach Christus, ein Jubiläum. Aufgeben. Mein Ratskanzler Philippos steht vor mir. Mein Fürst, ich kann mir, dass die Finanzen des Reichs in der Zeit nicht die gesündesten waren. Natürlich. Ich wäre bereit, eine kleine Siedlung gegen eine großzügige Summe abzukaufen. Wäre das akzeptabel? Baronie von Malnaco. Thank you.
Okay. Ein Abgesandter aus der Provinzstadt ist gekommen, um sich über die Misshandlung zu beschweren, denen seine Stadt sich unter dem Bischof Simon ausgesetzt sieht. Ihr hasst mich eh alle. Sie besitzen unser Ackerland und enteignen uns mit Gewalt und drohen mit spiritueller Verdammnis. Simon. Simon steht nicht über dem Gesetz. Ihr gewinnt alle Meinung von mir, bis auf den Bürgermeister. Und Meinung ist momentan wichtig. Biljana, das ist mein Rivale. Kann sich ficken gehen. Wir ziehen das jetzt durch. Das ist jetzt so. So ist es halt gelaufen, ne? Wir werden fucking Sizilien zurückerobern. Ansprüche von König Almano. Der hat einen Anspruch aufs gesamte Königreich. Also noch machen wir das nicht, weil wir müssen erst unsere Truppen erholen. De Jure Herzogtum erobern. Natürlich alles zu wenig. De Jure Grafschaft. Also wir könnten den da, der uns hasst, versuchen auf den Thron zu bringen vom Königreich und ja, damit dann halbwegs vielleicht was reißen. Ich schleime mich jetzt bei dem ein und gleichzeitig versuche ich ein Artefakt bei ihm zu klauen. Carlo darf rein. Jawohl, mir Pracht und so. Ich habe noch einen Sohn bekommen. Noch einen Keucher. Cool. Wenig Ritter. Ich könnte den auch zwingen zu kämpfen, aber der hat einen Anspruch auf diesen einen Thron. Und das werde ich vielleicht nutzen wollen. Ich habe hier ein paar Gefangene. Lösegeld. 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 Du warst der Aufständische. Und du hast meine ganzen Artefakte. Also bei dir muss ich mir noch überlegen, was ich mit dir mache. Außerdem sollte ich daran arbeiten, Biljana gefangen zu nehmen. Und dann zu foltern. Ganz normaler Tag. Ist halt so, ne? So. Verbrecher können eingekerkert werden. Die kann sogar eingekerkert werden. Wird nicht erfolgreich sein. Oh, das ist aber doof. Dann muss ich wohl versuchen abzuhauen. Sie ist geflohen. Der hier ist eine Hexe. Es wäre sogar ein Hinrichtungsgrund, aber an sich er ist auch eine Hexe. Na, der hier kann immer noch Lösegeld bringen, ich weiß.
Kannst Königreich von Sardinien schaffen. Das ist halt auch teilweise da zu Sizilien übergegangen, ne? Bitter. Bitter und alle hassen mich immer noch. Verschwenderisches Festmahl, 29. April. Also gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge von Crusader Kings 3 wieder. Bis dahin, haut rein.